Was geht ab, meine Minecraft-Freunde? Heute zeige ich euch endlich mal, was C-Frames sind. Aber bevor wir mit C-Frames loslegen, natürlich noch die Auflösung der letzten Hausaufgabe. Da habe ich mir jetzt nicht so viel Mühe gegeben, weil, wie gesagt, ich habe dazu schon mal ein Joke-Tutorial gemacht. Deswegen habe ich einfach den Hund hier aus dem Joke-Tutorial genommen und ein bisschen umgeschrieben, dass er einen nicht mehr verfolgt, sondern vor einem wegspringt, wenn man sich ihm nähert. Ich zeige euch gleich einmal das Skript dazu. Aber ihr seht, er springt halt einfach weg. Wenn ich näher komme, springt er stärker. Wenn ich weiter weg bin, springt er schwächer. Halt exakt das Gegenteil von dem, was der Hund gemacht hat. Also, hier haben wir unseren Anti-Hund. Das ist einfach nur ein Part, an der ich einen Kopf aus der Toolbox rangeklebt habe mit einem Weld. Natürlich nicht geankert. Und in dem Body ist ein Anti-Hund-Script. Das ist dasselbe Script, das ich in dem Tutorial mal gezeigt habe, nur ein bisschen abgewandelt. Ich habe den Hund in Anti-Hund umbenannt. Suchradius ein bisschen verringert. Hier sind halt ein paar Variablen, mit denen ich den Hund anpassen kann. Und alle 1,2 Sekunden sucht er nach einem Feind. Und wenn ein Feind nicht gefunden wurde, ist ihm alles egal. Falls doch, springt er weg. Suche Feind sieht so aus. Wir haben eine Variable Closest Character und die Distanz von dem Character. Dann loopen wir einmal durch alle Spieler durch. Mit Players Doppelpunkt Get Players. Holen uns von allen Spielern den Charakter, holen uns von dem Charakter das Primary Part und checken dann die Distanz mit Primary Part.Position minus Antihund.Position.Magnitude. Genauso wie ich euch beim letzten Mal gezeigt habe, wie man die Distanz zwischen zwei Parts berechnet. Dann gucken wir, ob die Distanz größer ist als unsere gespeicherte Closest Distance. Falls nicht, ist es die neue Closest Distance. Also speichern wir uns den Closest Character oder die Closest Distance und return am Ende den Closest Character. Damit kriegen wir den Spieler, der am nächsten an dem Hund dran ist, alle 1,2 Sekunden. Wenn wir einen Charakter haben, der innerhalb dieses Suchradiuses am nächsten an ihm dran ist, führen wir die Anti-Hund-Jump-Funktion aus. Und hier habe ich schon etwas gemacht, was ich euch beim letzten Mal nicht gezeigt habe. Und damit haben wir die Überleitung in C-Frames. Am Ende des Videos solltet ihr verstehen, was das hier macht. An sich haben wir hiermit einfach nur die Richtung. Eine Richtung kann man auch anders berechnen. Also das habe ich euch ja auch gesagt, wenn man hier Position minus Position rechnet. Dann hat man ja Vector 3 minus Vector 3 gerechnet, was dann einen neuen Vektor ergibt. Und zwar von einer Position zur nächsten Position. Und damit haben wir halt die Richtung von der ersten zur zweiten Position. Dann kann man davon einfach den Einheits Vektor nehmen, aber hier habe ich die Richtung anders berechnet und zwar mit C-Frame.New und einer Position und einer Zielposition, davon den Z-Vektor. Was es ist, lernen wir heute noch. Dann die Distanz und dann habe ich mit Apply Impulse einen Impuls applied. Also ich habe nicht die Velocity überschrieben, sondern ich habe die Apply Impulse Methode verwendet, bei der man auch einfach einen Vektor angibt und ich habe hier ein bisschen gerechnet. Ich habe die Richtung genommen, habe dann anhand der Distanz einfach noch einen Faktor dazu gerechnet, das Ganze mal seiner Kraft genommen und dann noch einen weiteren Vektor plus gerechnet. Der einfach nur so ein bisschen Varianz ist, Ungenauigkeit, Math.Random und natürlich die Jump Power heißt einmal nach oben, damit er auch nach oben springt und nicht nach unten. Zusätzlich habe ich noch einen Angular Impuls hinzugefügt, das ist dasselbe wie die Angular Velocity, die ich beim letzten Mal gezeigt habe, die für die Rotation da ist. Und da habe ich auch einfach nur Random Impuls dazu genommen mit der Rotationsvarianz, damit er sich auch ein bisschen dreht und es etwas natürlicher aussieht. Mit dem, was ich euch gezeigt habe, konntet ihr diese beiden Methoden natürlich nicht kennen, aber es sollte genauso funktionieren, wenn man einfach Assembly Linear Velocity auf genau diesen Vektor gesetzt hätte, den wir hier da rein gerechnet haben. Okay, dieser Anti-Hund ist für Kanalmitglieder Tier 2 oder höher natürlich in der Videobeschreibung zum Download verfügbar. Ist jetzt kein Muss, aber ich mache das ja, dass Kanalmitglieder bei mir Sachen herunterladen können, die ich gemacht habe. Dementsprechend, wer den haben möchte, sollte jetzt in der Videobeschreibung verlinkt sein für die Kanalmitglieder Tier 2 und höher. Wir reden jetzt aber mal über C-Frames, denn was sind denn eigentlich C-Frames? Wir wissen ja jetzt, Vector 3 sind Vektoren. Damit kann man einerseits Positionen als auch Richtungen angeben. Aber wenn wir uns so ein Part hier ansehen, dann hat das nicht nur eine Position, es hat eine Rotation, eine Orientierung, eine Ausrichtung. Und Roblox Studio hat einen Datentypen hinzugefügt namens C-Frame. C-Frame ist kurz für Coordinate Frame, welcher einfach eine Kombination aus einer Position, also dem hier, und einer Ausrichtung, also einer Rotation, Orientierung ist. Alles beschrieben in einem Datentypen. Wenn wir auf das Part klicken und hier unten in die Eigenschaften schauen, sehen wir neben Erscheinungsbild und Daten bei Transformieren, klar, es hat eine Size und eine Size ist tatsächlich auch immer ein Vektor 3, einfach nur weil es passt. Hat tatsächlich nichts mit Vektoren oder Positionen zu tun, aber es sind halt drei Werte und drei Dimensionen. Dementsprechend kann man damit schön die Größe angeben. Aber wir sehen, es gibt keinen Wert, der direkt Position heißt. Es gibt C-Frame und C-Frame hat eine Position und eine Orientierung. Und das ist es halt. Hier können wir einmal das zuklappen und sehen dann, wie der C-Frame aussieht. Er besteht aus einem Table, in dem drei Zahlen drinstehen und noch einem Table, in dem drei Zahlen drinstehen. Und das sind halt diese beiden Tables. Einmal die Position, die wir schon kennen, vom Typen Vector 3. Und dann auch die Orientierung, auch von Vector 3. Das bedeutet, im Grunde könnte man sagen, C-Frame ist einfach nur zwei Vector 3s zusammengeklatscht. Aber, wie ihr später noch merken werdet, steckt sehr viel mehr in einem C-Frame. Und dafür ist das Video hier. Zur Veranschaulichung habe ich euch einmal hier dieses Part hingestellt. Das Part liegt hier genauso, wie ein Part erscheinen würde, wenn ich hier oben auf Teil klicke. Blub. Es ist genauso ausgerichtet. Und als Referenzobjekt, das habe ich beim letzten Mal im Video eingeblendet, haben wir hier noch so ein Gizmo. Keine Ahnung, wie man diese Dinger nennt. Hier oben rechts, seht ihr bei euch vielleicht ja auch, haben wir einmal oben Y, in Rot, dann X und
und in Blau dann Z. Und genau dasselbe habe ich hier auch dargestellt. Einfach nur mal, um diese Referenz hier im Raum zu haben. Und was einem auffallen sollte, wenn man ein Part zu dem Spiel hinzufügt, dann schaut es standardmäßig immer in Richtung minus Z. Ich habe hier oben bei diesem Part ein Surface GUI hinzugefügt mit einem Pfeil, welches auf die Front schaut. Und die Front ist tatsächlich diese Seite von dem Part. Wenn ich es anklicke, Rechtsklick mache und Ausrichtungsindikator anzeigen mache, dann seht ihr, Front ist nach da und Top ist nach oben. Das ist die tatsächliche Ausrichtung. Ich mache den Ausrichtungsindikator wieder aus, weil dafür haben wir ja das hier jetzt. Wofür habe ich das gemacht? Damit wir gleich ein paar anschauliche Beispiele haben, wenn ich euch zeige, was man mit C-Frames machen kann. Weil C-Frames sind ja nicht nur Position. Position kann man einfach sehen, wo jetzt etwas im Raum positioniert ist, sondern halt auch die Ausrichtung. Und ob ein Part jetzt so ausgerichtet ist oder ob es so ausgerichtet ist, hier, blub, blub, ihr seht keinen Unterschied von außen, außer ZZ, ZZ. Man hat diesen Pfeil hier oben, der zeigt, der Pfeil ist on top und zeigt in Richtung Front. Gut, fügen wir mal wie üblich zum Server-Script-Service ein neues Script hinzu mit dem Namen C-Frames oder nur C-Frame. Ich nenne es einfach mal C-Frame. Gut, was ist ein C-Frame? Ein C-Frame steht für Coordinate Frame, also Koordinatenrahmen. Der Name kann uns eigentlich vollkommen egal sein, einfach nur damit ihr wisst, woher dieses C-Frame kommt. Ein C-Frame besteht aus Position und Ausrichtung, beides Vector 3. Aber ein C-Frame lässt sich tatsächlich nicht nur mit diesen 6 Zahlen beschreiben, heißt XYZ für Position, XYZ für die Ausrichtung, sondern hat sehr viele Komponenten. Dafür nehme ich jetzt einfach nochmal die Roblox-Dokumentation zur Hand für C-Frames. Hier steht nämlich auch noch einmal, C-Frame steht für Coordinate Frame, beschreibt die 3D-Position und Ausrichtung und besteht aus einer Positionskomponente und einer Rotationskomponente. Außerdem hat ein C-Frame natürlich sehr viele mathematische Operationen, um im 3D-Space von Roblox zu arbeiten, so wie wir das auch haben wollen. Die Positionskomponente ist sehr einfach, die besteht aus Vector 3 und man kann sie auch auslesen mit Punkt X, Y und Z, genauso wie bei einem Vektor. Die Rotationskomponente ist dann wieder ein bisschen komplizierter. Die speichert die Rotation in einer 3x3 Rotationsmatrix. Was das genau bedeutet, brauche ich eigentlich gar nicht so wichtig zu sein. Man kann sich den ganzen Spaß anschauen mit C-Frame-Doppelpunkt-Get-Components. Und jetzt werdet ihr einmal sehen, was alles in so einem C-Frame drinsteckt. Wenn ich jetzt einen neuen C-Frame erschaffe, kann ich sagen, local cf ist gleich C-Frame.new. Und jetzt printen wir einfach mal C-Frame-Doppelpunkt-Get-Components, um uns mal die Komponenten anzuschauen. Dafür gebe ich hier unten in unseren Output mal wieder einen loadstring-game.server-script-service. Ich zoome, glaube ich, mal auf alles ein bisschen raus. .cframe.source, Klammer auf, Klammer zu, wie ich es schon mal in vergangenen Folgen gemacht habe, damit wir das Script direkt hier ausführen. Ihr seht, die Komponenten sind 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Wer aufgepasst hat, sollte bemerken, dass es mehr als 6 Zahlen. 0, 0, 0 ist natürlich die Position. Wir haben hier keine Daten angegeben. Wenn ich jetzt ein C-Frame erschaffe mit der Position 1,2,3, den Output clear und das nochmal ausführe, seht ihr ja auch 1, 2, 3 und dann haben wir für die Orientierung 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Und das sind übrigens keine binären Zahlen. Das ist einfach nur, weil wir keine Daten angegeben haben, der Standard. Werden wir heute lernen, was diese ganzen Zahlen bedeuten und machen? Nein. Und wisst ihr auch warum? Weil es in der Praxis gar nicht so wichtig ist. Na gut, wir werden es trotzdem lernen, aber nur nebenbei. Natürlich ist es nützlich zu wissen, was das alles ist. Es gibt Situationen, in denen man damit auf jeden Fall Vorteile hat. Aber in den meisten Situationen reichen uns die coolen Methoden, die C-Frame sonst so bieten. Und dafür gehen wir nochmal in die Dokumentation, sehen dann hier nach XYZ. Diese Matrix wird halt für die Kalkulationen von Roblox verwendet. Sie bestehen aus Radianten. Wer den Unterschied zwischen Radianten und Grad nicht kennt, ist auch gar nicht so wichtig. Das ist halt für Winkelberechnung. Habt ihr vielleicht in Mathematik auch gehabt, lange vor der Vektorrechnung. Hier steht, wir können mit math.rad oder math.degrees zwischen Radianten und Grad umrechnen. Sehr praktisch. Zum Beispiel können wir hier einmal schreiben, print math.rad 90 Grad zu einem Radianten umwandeln. Und wir haben auf einmal 1,57. Gut, wenn man diese 1,57 jetzt mit math.degrees wieder in Grad umwandeln möchte, so, füllen wir das Ganze aus und dann seht ihr hier 90 Grad. Das sind halt unterschiedliche Darstellungsmöglichkeiten für Winkel. Brauchen wir jetzt aber auch alles nicht, einfach nur, damit ihr es mal gesehen habt. Hier unten sehen wir einmal, woraus diese 9 Zahlen bestehen. Und zwar einmal aus dem X-Vektor, dem Y-Vektor und dem Z-Vektor. Was ist der X-, Y- und Z-Vektor? Dazu haben wir hier wieder eine Veranschaulichung. Wenn wir dieses eine Part, oder nehmen wir dieses Part, wenn wir dieses Part hier im Raum stehen haben, ich lasse am besten hier diesen Gizmo einfach mal an, dann ist das Part ja ausgerichtet. Es ist irgendwie orientiert. Man kann es so orientieren, man kann es so orientieren, alles cool. Kann es hochziehen. Und wenn ich jetzt Steuerung und L mache, gehen wir zu den Local Space über. Und wir sehen, es gibt einen blauen Pfeil, der aus der Front so nach vorne raus zeigt. Es gibt einen roten Pfeil, der von der Seite so nach rechts weg zeigt. Und es gibt einen grünen Pfeil, der vom Top nach oben weg zeigt. Es gibt natürlich für jeden dieser Pfeile noch die entgegengesetzte Richtung, aber ihr könnt euch die einfach mal wegdenken und euch vorstellen, dass es einfach nur 3 Pfeile gibt, weil für jeden Pfeil kann man einfach Minus berechnen und hat dann den anderen. Und das sind tatsächlich diese 3 Werte, die gespeichert werden. Es wird einmal ein Vektor berechnet, der nach vorne weg zeigt.
einmal ein Vektor, der nach rechts wegzeigt und einmal ein Vektor, der nach oben wegzeigt. Und ein Vektor besteht natürlich wiederum aus drei Zahlen. Ihr wisst ja, ein Vektor ist einfach nichts anderes als eine Richtung. Das heißt, wir haben einmal eine Richtung nach vorne, eine Richtung nach rechts und eine Richtung nach oben. Und jedes Part hat das. Jedes Part hat einmal nach oben, nach vorne, nach rechts, oben, nach vorne, nach rechts, auch dieses Part oben, nach vorne, nach rechts. Und das wird alles im C-Frame gespeichert. Und hier sehen wir einmal, der X-Vektor wird nämlich auch der Right-Vektor genannt. Der zeigt nach rechts. Und der besteht aus den Komponenten R00, R10 und R20. Das sind einfach die internen Namen davon. Die sind ziemlich verwirrend. Also ich finde, man könnte die einfach besser benennen, sind sie aber nicht. Dann gibt es den Y-Vektor, der wird auch Up-Vektor genannt. Das heißt, der zeigt nach oben R01, R11 und R21. Und dann gibt es noch den Z-Vektor oder auch der Minus-Look-Vektor. Und das ist tatsächlich ein Vektor, der zeigt nicht nach vorne, der zeigt stattdessen nach hinten. Wie es dazu gekommen ist, weiß ich nicht. Es wird bestimmt einen Grund haben, dass der Z-Vektor nicht nach vorne, sondern nach hinten zeigt. Aber er ist halt das Gegenteil, also Minus vom Look-Vektor. Der Look-Vektor zeigt nach vorne. Und er besteht aus R02, R12 und R22. Hier unten steht sogar als Begründung, weil es wohl nützlich für Berechnungen mit Attachments und Kameras ist. Wenn wir uns jetzt einmal das Script von dem Hund anschauen, dann sehen wir hier im Script, habe ich ein C-Frame erschaffen mit irgendwelchen Daten. Was genau diese Daten hier drin bedeuten, um den C-Frame zu erschaffen, ist egal. Aber ihr seht, ich nehme davon Punkt Z-Vektor. Und das ist dann der Vektor, der von diesem C-Frame nach hinten weg zeigt. Weil der Punkt Look-Vektor zeigt immer nach vorne, während der Punkt Z-Vektor nach hinten zeigt. Genauso gibt es auch den Punkt Right-Vektor und den Punkt Up-Vektor. Und die kann man von jedem C-Frame einfach auslesen. Hier natürlich kann man auch den Punkt Y-Vektor und den Punkt X-Vektor nehmen, was einfach nur andere Wörter für Right- und Up-Vektor sind. Aber Right- und Up-Vektor kann man sich sehr viel besser vorstellen, wofür das steht. Z-Vektor ist halt, gut, muss man auswendig lernen, dass Z halt für hinten steht, während Look für vorne steht. Z-Vektor ist das, was wir hier haben. Theoretisch kann man halt aber auch einfach sagen, Minus Look-Vektor und Minus Look-Vektor ist das gleiche wie nach hinten der Z-Vektor. Schreiben wir das einmal auf. Die Position wird durch einen Vektor 3, bestehend aus X, Y und Z beschrieben. Die Ausrichtung wird hingegen durch drei Vektoren, den X-Vektor, den Y-Vektor und den Z-Vektor beschrieben. Der X-Vektor ist das gleiche wie der Right-Vektor, der Y-Vektor ist das gleiche wie der Up-Vektor und der Z-Vektor ist das gleiche wie der negative Look-Vektor. Und jetzt ergibt es auch Sinn, wenn wir hier schreiben, print cf get components und in den Output gucken, was da steht. Die Position ist 1, 2, 3, weil dann haben wir für den X-Vektor 1,0,0, also zeigt er in Richtung X. Für den Y-Vektor haben wir 0,1,0, also zeigt er in Richtung Y. Und für den Z-Vektor haben wir 0,0,1, welcher in Richtung Z zeigt. Und zwar immer mit der Länge 1. Alle Ausrichtungsvektoren sind Einheitsvektoren. Das heißt, Right-Vektor, Up-Vektor und Look-Vektor haben immer die Länge 1. Also ich habe ja nichts festgelegt, dementsprechend haben sie die Standardausrichtung und zeigen absolut in ihre Koordinatenrichtung. Das heißt, der Look-Vektor zeigt komplett in Richtung Z, beziehungsweise der negative Look-Vektor zeigt komplett in Richtung Z. Der Up-Vektor zeigt komplett in Richtung Y und der Right-Vektor zeigt komplett in Richtung X. Und dann ergibt es auch Sinn, dass, wenn wir uns das hier angucken und ein Part erschaffen, dass das Part immer mit der Front in Richtung negativ Z zeigt. Z ist in diese Richtung, X ist in diese Richtung, Y ist in diese Richtung. Und das ergibt auch Sinn. Der Up-Vektor zeigt nach oben. Der Right-Vektor zeigt nach X. Aber der Look-Vektor, der zeigt nicht nach Z. Der Look-Vektor zeigt in Richtung negativ Z. Warum? Weil der Z-Vektor in Richtung Z zeigt. Das ist richtig nützlich zu wissen, wenn ihr später mal wirklich aktiv mit C-Frames arbeitet und euch dann wundert, hä, warum zeigt er immer in die falsche Richtung? Weil genau das vertauscht man gerne mal. Dass der Look-Vektor tatsächlich in Richtung negativ Z zeigt, weil er das Gegenteil vom Z-Vektor ist, der in Richtung Z zeigt. So, schauen wir noch einmal in die Dokumentation, weil das ist eigentlich das Wichtigste, was ihr wissen müsst. Wie die Position und wie die Rotation aufgebaut ist. Was hier auch steht, ist, die individuellen Komponenten von der Rotationsmatrix sind nicht wirklich sehr nützlich, aber die Vektoreinheit, heißt der Right-Vektor, Up-Vektor und der Look-Vektor, aus denen sie bestehen, die sind in der Praxis tatsächlich nützlich. Das bedeutet, das hier müsst ihr euch nicht merken, das hier solltet ihr euch schon merken. Und jetzt kommen wir zu den Constructoren und ihr seht, es gibt viele Möglichkeiten, einen C-Frame zu erschaffen. Ihr könnt C-Frame.new schreiben und bei C-Frame.new habt ihr mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt C-Frame.new Position nehmen. Das habe ich hier gemacht. Hier habe ich einfach nur eine Position angegeben, ohne irgendeine Orientierung. Dementsprechend ist die Orientierung Standard. 100, 010 und 001. Also ich habe tatsächlich nicht das gemacht, ich habe das hier gemacht, X, Y und Z. Man kann aber auch sagen, das mache ich am häufigsten und am liebsten. Dafür benutze ich C-Frame sehr gerne, Position und Look at. Wenn ihr zwei Vektoren jeweils angebt, man
Man kann einfach einen Vektor angeben, cframe.new, dann gibt man einen Vektor 3 an für die Position. Man kann aber auch einen Vektor 3 für die Position angeben und dann noch einen Vektor 3 für die Richtung, in die geguckt werden soll. Und das ist super, super cool. Und das werden wir jetzt einfach mal machen, weil wenn wir zum Beispiel jetzt dieses Part hier haben, an dieser Position, wir wollen jetzt aber, dass dieses Part auf dieses Part zeigt mit dem Pfeil, dann können wir dafür LookAt verwenden. Das ist der leichteste Weg, um, zumindest meiner Meinung nach, vielleicht gibt es noch leichtere, aber das ist der Weg, den ich immer nutze, um ein Part auf ein anderes Part zeigen zu lassen. Dafür schreibe ich jetzt hier einmal unten im Output workspace.part1.cframe, weil dieses Part hier heißt Part 1, das Part hier heißt Part 2 und ist im Workspace. Ein bisschen viel Code, weil ich hier keine Variablen anlege, aber es ist halt die Kommandozeile. Und wir schreiben jetzt einfach Part1.cframe ist gleich cframe.new und hier reinschreiben wir dann workspace.part1.position, weil wir können die Position einfach mit Punktposition auslesen von einem Base-Part. Damit haben wir jetzt einfach nur gesagt, jo, der neue C-Frame von diesem Part soll dieselbe Position haben wie die Position von dem Part. Das heißt, wenn ich das ausführe, passiert überhaupt nichts, weil dieses Part hier, das ist schon an dieser Position und zeigt auch schon in die Standardrichtung. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wlup, wlup, es ist komplett verdreht und das Ganze nochmal ausführe, bupp, werden die Ausrichtungsachsen wieder auf die Standardwerte, heißt, er zeigt in Richtung minus x, rechts ist rechts und oben ist oben, zurückgesetzt. Jetzt gebe ich aber bei cframe.new einen zweiten Wert an, das heißt Part1.position, Workspace.Part2.position. Und wenn ich jetzt die Position von Part 1 als ersten Wert angebe und die Position von Part 2 als zweiten Wert angebe, wird er an der Position von Part 1 sein, aber in die Richtung von Part 2 gucken, weil hier nutzen wir LookAt. Ich drücke Enter und bupp, das Part guckt jetzt exakt in die Richtung von diesem Part. Aber auch wenn das hier eine super nützliche Möglichkeit ist, um ein Part in die Richtung eines anderen Parts zeigen zu lassen, gibt es immer noch eine Achse, auf die man keine Kontrolle hat. Und das ist die Z-Achse. Auf der Z-Achse kann sich das Part drehen, wie es will, und es würde ja immer noch in diese Richtung zeigen. Und darauf hat man keine Kontrolle. Standardmäßig wird es immer natürlich gerade ausgerichtet sein. Aber was ist, wenn wir jetzt sagen, dieses Part ist um 90 Grad gedreht? Blub. Und wir wollen, dass das Part nicht nur zu diesem Part zeigt, das macht es ja jetzt immer noch, sondern es soll auch um 90 Grad gedreht sein. Dafür schreiben wir nicht cframe.new, sondern wir sagen jetzt cframe.lookAt und dann wieder part1.position für die Ausgangsposition, dann wieder workspace.part2.position und wenn ich das Part jetzt irgendwie anders verdrehe und nochmal ausführe, blub, guckt es wieder in diese Richtung. Die cframe.lookAt-Funktion ist ein Constructor, mit dem man dasselbe machen kann wie mit cframe.new, wenn man zwei Vektoren angibt, aber man kann zusätzlich noch eine dritte Variable hinzufügen und zwar einen Abvektor. Man kann angeben, in welche Richtung der Abvektor schauen soll. Und jetzt können wir zum Beispiel sagen, workspace.part2.cframe, weil den cframe kann man ja auch auslesen, .abvektor. Und wir sagen jetzt, der Abvektor von diesem Part soll derselbe Abvektor sein wie der von dem Part. Wir führen das aus, blub, und das Part ist gedreht. Es zeigt immer noch perfekt auf das Part, aber es hat dieselbe Abvektorausrichtung wie dieses Part. Gut, nehmen wir diese Komponente hier jetzt noch einmal raus, führen das Ganze aus und es ist wieder mit dem Abvektor nach oben zeigend, beziehungsweise der Abvektor zeigt jetzt nicht wirklich nach oben, sondern eher so in einem fast 45 Grad Winkel nach da. Aber auf den Abvektor hat man ja sonst keine richtige Kontrolle. Mit LookAt hat man nur Kontrolle auf den Lookvektor. Was ist, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte ein neues Part erschaffen und das Part soll sich genau in der Mitte zwischen diesem Part und diesem Part befinden. Dafür schiebe ich das Part hier einfach mal weg. Und dafür hat Roblox noch eine sehr, sehr coole weitere Möglichkeit, die nennt sich Lurk. Das werde ich euch hier jetzt einfach mal zeigen. Wir sagen local part1 ist gleich workspace.part1. Natürlich, Workspace sollte man eigentlich in neuen Scripts nicht mehr verwenden, sondern stattdessen eine eigene Variable anlegen. Ich mache das jetzt auch einfach mal richtig. WS ist gleich Workspace, WS.part1. Ich will ein gutes Vorbild sein und das auch alles ordentlich machen. Das heißt, wir haben Part 1 und Part 2. Und jetzt sagen wir local part3 ist gleich part1 Doppelpunkt clone. Dadurch erschaffen wir eine Kopie von Part 1. Müssen dann aber bei Part 3 natürlich noch sagen part3.parent ist gleich der Workspace, damit das Part auch erschaffen wird. Jetzt ist es aber an derselben Position wie Part 1. Das heißt, wir wollen part3.cframe auch noch festlegen. Und dafür können wir jetzt sagen part1.cframe. Dadurch kriegen wir den cframe von Part 1 Doppelpunkt lr. Und lr ist eine Methode, mit der man zwischen zwei C-Frames interpolieren kann. Interpolieren bedeutet im Grunde nichts anderes als den Übergang zwischen A und B zu erschaffen. Das heißt, wir haben jetzt Part.1 lr und wir wollen lrpen zu Part2.C-Frame. Das heißt, wir wollen von Part 1 zu Part 2 gehen und können jetzt sagen, ich möchte genau in der Mitte sein. Und Alpha ist der nächste Wert, den wir angeben können, ist eine Zahl zwischen 0 und 1. 1 bedeutet genau die Position und Orientierung von Part 2 und 0 bedeutet exakt die Position und Orientierung von Part 1. Das bedeutet dann auch, Punkt 5 wäre exakt in der Mitte. Wir probieren das Ganze einfach mal aus.
indem ich hier Spielen drücke. Oh, ich habe hier Spielen gedrückt. Jetzt spiele ich. Ich wollte eigentlich nur ausführen, aber egal. Jetzt bin ich hier und ihr seht, wir haben ein Part exakt in der Mitte. Und wir können das Ganze nochmal machen. Wir können ja zum Beispiel sagen, yo, wir wollen neben Part 3 noch ein Part 4 haben. Und das ist einfach zwischen Part 1 und Part 3 genau in der Mitte. Also führe ich das Ganze aus und wir sehen, jetzt haben wir ein Part, welches hier genau in der Mitte ist. Und ihr seht, das wird ein richtig smoother Übergang. Und mit C-Frame Lerp könnt ihr unfassbar viele Sachen machen. Wenn ihr zum Beispiel eine Kamerafahrt erstellen wollt, eine Roblox-Kamera, auf die könnt ihr zugreifen, wenn ihr in einem lokalen Spieler seid. Also Kamera ist immer local für den Client. Dann habt ihr im Workspace einfach eine Kamera liegen. Ihr könnt workspace.currentCamera machen, um auf die aktuelle Kamera zuzugreifen. Und ihr seht, eine Kamera hat auch nichts anderes als ein C-Frame. Man kann den C-Frame nicht einfach anpassen. Man müsste dafür erstmal vom Camera-Type Fix zu Camera-Type Scriptable umwechseln. Aber dann könntet ihr zum Beispiel eine Kamerafahrt machen, in der ihr sagt, für jeden Frame wollen wir einfach mal rüberlurpen von Position 1 zu Position 2. Wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, while task.waitDo. Wir haben hier oben nur unser Part 3 und wir speichern uns einfach mal einen Wert namens Dauer, das heißt eine Sekunde, sagen wir mal, und den aktuellen Alpha-Wert, der auch bei 0 liegt. Und jetzt können wir einfach sagen, Part3.cframe ist gleich Part1.cframe bla bla bla. Alpha, sagen wir auch mal 0,01 Sekunden warten wir. Oder 0,1. Es kann gerne ein bisschen laggy sein für dieses Beispiel, weil so macht man das übrigens nicht. Es ist nur ein Beispiel mit den Methoden, die ihr schon kennt. Und jetzt sagen wir, Alpha plus ist gleich Punkt 1 und if Alpha ist größer als 1, then Alpha ist gleich 0. Dadurch erhöhen wir jede 0,1 Sekunden Alpha um 1. Falls Alpha größer ist als 1, stellen wir es zurück auf 0 und dann lerpen wir einfach die Position von Part 3. Und jetzt gucken wir uns das einfach mal an. Und ihr seht jetzt, haben wir hier eine Transition, die alle 0,1 Sekunden einmal rüber lerpt zu der Position von Part 2, von 1 zu 2. Wir können natürlich auch einen Boomerang machen, indem wir nicht sagen, yo, das wird direkt auf 0 gesetzt, sondern wir sagen, local reverse ist gleich false. Und wir sagen hier, if reverse, then minus Punkt 1, else einfach nur Punkt 1. Dadurch wird es entweder plus 0,1 gerechnet oder falls reverse true ist, wird es minus 0,1 gerechnet. Und sagen wir, wenn Alpha größer ist als das, dann sagen wir, reverse ist gleich true. Und else if Alpha ist kleiner als 0, then reverse ist dann wieder false. Ja, und natürlich sollten wir dann Alpha für diesen einen Frame einfach mal festhalten auf minus ist gleich Punkt 1 und hier dann noch einmal plus ist gleich Punkt 1. So, damit sollten wir dann einen Ping-Pong-Effekt haben. Und bup, wir sehen, das Ding geht hin und zurück. Die ganze Zeit hin und zurück. Das Coole ist, ich kann das Ding jetzt hier auch bewegen. Und egal, wo ich es hinbewege, er lerpt sich rüber. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Das Problem hier ist natürlich, während ich es bewege, ändert sich natürlich, wie es tatsächlich jetzt im Lerp aussehen sollte. Das heißt, wenn ich zu hektisch bewege, wird alles zu wild. Aber overall ist das ein ziemlich cooler Effekt, findet ihr nicht? Und das ist möglich durch C-Frames. Ich kann es natürlich jetzt auch so drehen. Vlupp. Ich kann es auch so drehen. Und es funktioniert immer smooth. Wir können natürlich hier alle 0,1 ist jetzt auch nochmal ändern durch Steps ist gleich Punkt 0,1. Wir ersetzen jetzt alle 0,1 ist durch einfach Steps, Steps, Steps und Steps. Und hier, wo 1 steht, sollte natürlich eigentlich Dauer stehen für die Länge von dem ganzen Spaß. Ach, hier natürlich auch Steps. Und dann haben wir jetzt einfach es noch smoother gemacht. Aber wenn ihr es zu smooth macht, kann es sein, dass es laggt. Jetzt habt ihr einen sehr, sehr smoothen Übergang. Alle 0,01 Sekunden bewegt er sich. Tja, und das ist alles möglich durch C-Frames, meine Freunde. In der Praxis sollte man natürlich sowas nicht in einem Loop machen, sondern da sollte man dann den Run-Service verwenden und es mit jedem einzelnen Frame machen. Aber darauf sollte ich, glaube ich, erst mit euch eingehen, wenn es um Animationen geht. Aber Animationen werden auch bald folgen. Das war jetzt aber unser erster kleiner Weg dahin, eine eigene Animation mit Custom Code zu machen. Wenn wir jetzt nochmal in die Dokumentation von Roblox schauen, seht ihr, es gibt noch ganz viele andere Constructor. Ihr könnt natürlich jede einzelne Komponente angeben, was in manchen Situationen auch nützlich ist. Und das ist nicht nur das hier, sondern das hier sind alle Komponenten. Neben LookAt gibt es auch noch LookAlong. Und natürlich gibt es noch die Möglichkeit, genauso wie es die Möglichkeit gibt, einen Vektor nur mit einer Position zu erschaffen, gibt es auch die Möglichkeit, einen Vektor nur mit einer Orientierung zu erschaffen. Also Angles from Orientation, from Euler Angles und so weiter. Es sind alles Möglichkeiten, um einfach nur die Rotation von einem C-Frame zu erstellen, ohne dass ein C-Frame eine Position hat. Und man kann, wenn man den ganzen Spaß hat, ich hoffe, das steht hier auch irgendwo, Constructors, Properties, Identities, Methods, Math Operations, ganz unten. Man kann natürlich mit C-Frames auch rechnen. Und hier sehen wir immer, man kann C-Frame mal C-Frame rechnen. Und da werden dann einfach alle Komponenten der C-Frames zusammengerechnet. Und das macht man in der Regel, wenn man zum Beispiel zwei Sachen kombinieren möchte. Wenn ihr jetzt einen C-Frame habt, der nur aus einer Position besteht und einen C-Frame habt, der nur aus einer Orientierung besteht, könnt ihr C-Frame mal C-Frame rechnen und habt dann einen C-Frame, der aus beiden Komponenten jeweils besteht. Ihr könnt natürlich auch C-Frame plus und minus Vector 3 rechnen. Da wird dann einfach nur die Position
Position auf den C-Frame raufgerechnet. Das heißt, wenn wir bei diesem C-Frame hier jetzt sagen, ich möchte diesen C-Frame plus Vector 3 rechnen und dieser Vektor besteht einfach nur aus 0,5,0, dann wäre das das gleiche wie, blub das, er wird 5 Steps nach oben geschoben oder 5 Steps nach unten, wenn man es minus rechnet. Bei C-Frame mal Vector 3 kommt ein Vector 3 zurück. Was genau können wir da erwarten? Hier steht, produces a Vector 3 transformed from object to world coordinates. Was sind Object und World Coordinates? Es gibt natürlich in Roblox Studio relative Koordinaten. Wenn wir jetzt dieses Part anklicken, ich habe ja vorhin STRG L gedrückt, sehen wir hier, ich habe ein Gizmo, welches mir erlaubt, einfach nach den lokalen Koordinaten auf der Y-Achse das Part zu verschieben. Wenn ich nochmal STRG L drücke, wäre die Y-Achse aber das hier. Weil das hier ist jetzt relativ zur Welt und das hier ist relativ zum Objekt an sich. Und das sollte man bei manchen mathematischen Berechnungen berücksichtigen. Und um das einmal zu veranschaulichen, habe ich ein neues Skript für euch. Denn wenn ihr C-Frame mal Vector 3 rechnet, dann verhält sich das erstmal so, als würdet ihr einfach nur die Positionsanteil von dem C-Frame plus den Vector 3 Wert rechnen, aber zusätzlich wird dann auch noch die lokale Orientierung, die lokale Ausrichtung von dem C-Frame berücksichtigt. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel schreibe, in diesem Beispiel Part 3 ist ein Klon von Part 1 und die Position von Part 3 ist gleich Part 1.C-Frame mal Vector 3.new 6,0,0, dann wird die Position von dem Part ja 6 Stats von der Position von Part 1 abweichen. Und zwar auf der X-Achse. Der erste Wert ist immer für X. Wir wissen, die X-Achse ist rot. Das bedeutet, es sollte sich nach rechts schieben. Und zwar um 6 Stats. Das führen wir einmal aus und sehen jetzt auch, genauso wie wir es erwartet haben, 6 Stats entfernt. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Befindet sich jetzt Part 3. Ich habe es extra orange gemacht, damit wir es gut unterscheiden können. Denn ich werde jetzt auch noch einmal das Part 4 erschaffen, damit wir so einen Vergleichswert haben. Da setze ich die Color jetzt nicht auf orange, sondern auf grün. Wenn wir hier jetzt nicht mal, sondern plus rechnen, dann ist es ja plus 6 Stats. Wir kriegen aber als Ergebnis natürlich jetzt keinen Vektor. Das heißt, wir können nicht die Position überschreiben, sondern wir müssen den C-Frame überschreiben, weil C-Frame plus Vector 3 ist gleich C-Frame. Aber C-Frame mal Vector 3 ist gleich Vector 3. 6 Stats entfernt, führen wir aus und wir sehen jetzt, hier haben wir ein grünes Part und ein orangenes Part und ein grünes Part. Ich schiebe das mal ein bisschen zur Seite und ihr seht, die sind exakt ineinander. Beide sind um 6 Stats auf der X-Achse verschoben. Der Unterschied zwischen mal und plus ist aber nicht nur, dass ihr einen Vektor bei mal bekommt, statt einem C-Frame bei plus, sondern es richtet sich an der Ausrichtung des Parts aus. Das heißt, wenn ich dieses Part jetzt einfach mal drehe und zwar um 90 Grad auf der Z-Achse, damit die X-Achse halt in eine ganz andere Richtung zeigt und das Skript noch einmal ausführe, dann seht ihr, Part 3 hat sich entsprechend an der Orientierung des Parts jetzt ausgerichtet und 6 Stats nach hier verschoben worden, während Part 4 immer noch 6 Stats auf der X-Achse verschoben wurde. Und das ist der brennende Unterschied. Wenn man plus rechnet, ist es immer nach den Weltkoordinaten und die lassen sich nicht ändern. Welt ist Welt. Aber wenn man mal rechnet, ist es immer nach den Objektkoordinaten und die sind halt relativ zur Ausrichtung des C-Frames an sich. Eine letzte Sache möchte ich euch natürlich noch zeigen und zwar das, was ich meinte, was ihr viel eher nutzen werdet als R10, R20, R30, R11, R12, R13 und so weiter, sind Look-Vector, Up-Vector. Weil wenn ihr jetzt ein Part haben wollt, welches in die Richtung dieses Parts hier zeigt und 2 Stats entfernt ist, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, das genauso zu machen, wie ich es euch eben gezeigt habe, mit C-Frame mal Vector 3. Aber manchmal ist es ein bisschen schwierig, da durchzublicken, was sind denn jetzt wirklich die Koordinaten des C-Frames, wo guckt ihr jetzt wirklich hin? Und ein bisschen einfacher, finde ich persönlich, ist es zum Beispiel so. Ich schreibe es mal hier hin. Part 4 ist gleich eine Kopie von Part 1 und dann sagen wir Part 4 Punkt Position, weil die Position ist ja nur ein Vektor und dann rechnen wir plus ist gleich Part 1 Punkt C-Frame Punkt Look Vektor. Damit haben wir einen Vektor der Länge 1, welcher in die Richtung des Parts schaut, also ein Vektor, welcher, ich drücke mal STRG L, dahin zeigt, wo dieser Pfeil hin zeigt mit der Länge 1 und dann sagen wir mal 5. Ich habe eben 2 gesagt, oder? 2? Ich sag mal 3, damit wir einen Abstand sehen können. Dadurch nehmen wir jetzt die Position und rechnen auf die Position einfach nochmal diese Richtung drauf. Also wir verschieben es einfach in diese Richtung und zwar für ganze 3 Stats. Wenn ich das Ganze ausführe, seht ihr, haben wir jetzt ein Part, welches um 3 Stats in diese Position verschoben wurde. Und genau dafür ist es super nützlich, Up-Vector, Right-Vector und Look-Vector zu nutzen. Weil ihr werdet immer irgendwas haben, was geoffsettet sein muss in eine gewisse Richtung. Ich denke, das war's dann aber auch für heute. C-Frames sind ziemlich kompliziert und ihr habt jetzt auf jeden Fall sehr viel zu üben vor euch. Ja, ich kam hier gar nicht hoch. Ah, ich hab's hier hochgeschafft. Perfekt. Gut, ich schlage euch vor, übt wirklich. Falls ich irgendwie eure Kreativität
anregen konnte, vielleicht auch durch dieses Ding hier, dann macht damit, was ihr machen wollt. Wenn ihr keine Ahnung habt, was ihr machen wollt, muss ich mir jetzt noch eine Hausaufgabe einfallen lassen. Aber wie gesagt, wenn ihr Bock habt, was anderes zu machen als die Hausaufgaben, dann macht auch das. Die Hausaufgaben sind einfach nur immer eine Idee von mir, was ihr machen könnt, um zu üben, weil Übung ist alles. C-Frames sind sehr kompliziert. Schreibt mir bitte auch mal in die Kommentare, ob ihr es verstanden habt, ob ihr noch ein bisschen überwältigt seid oder ob euch das zu einfach war, vielleicht, keine Ahnung, wer weiß. Also ich fand C-Frames am Anfang ein bisschen schwer zu verstehen. Mir hat aber auch niemand gesagt, wie C-Frames funktionieren. Die waren einfach da. Und da wir beim letzten Mal ein Pad gemacht haben, welches vor einem wegläuft, würde ich sagen, macht ihr als nächstes ein Pad, welches einem hinterherläuft. Das heißt, ihr müsst natürlich kein richtiges Pad machen, aber ihr könnt genauso wie hier in diesem Loop auch einfach einen Loop erschaffen. Natürlich, in der Praxis macht man keinen Loop, sondern einen Run-Service, aber das habe ich euch noch nicht beigebracht. Dementsprechend nutzt das, was ihr kennt. Ihr könnt einen Loop machen, indem ihr einfach alle x Sekunden die Position von einem Part so anpasst, dass es immer hinter dem Spieler sich hinterher bewegt. Gerade läuft mir niemand hinterher, aber ihr könnt natürlich einfach einen Part machen, welches sich hinterher bewegt. Und ihr könnt, genauso wie ich es bei dem Hund da hinten gemacht habe, an das Part noch Sachen ranwelden mit den Sachen, die ich euch im der Hund läuft jetzt schon weg, in dem Video über den Model-Tab gezeigt habe. Weil hier habe ich ja auch einfach nur andere Parts genommen, die da rangeweldet wurden. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, natürlich wie gesagt in die Kommentare damit. Ich sammle natürlich jetzt einmal Geld ein. Geil! Oh, und hier waren tatsächlich mehr Leute drin seit dem letzten Mal, als ich dachte, oh, Disconnected hat meinen Rekord gebrochen. Krass. Natürlich nochmal ein riesen Dankeschön an alle meine Kanalmitglieder. Ohne euch wäre das ja alles gar nicht möglich. Ihr seid hier natürlich jetzt noch einmal eingeblendet. Das war's mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann und ciao!